Physics and material science is important in our daily lives. Studying matter and energy and their interaction together is an international endeavor, and it becomes important for the future progress of humankind. And there are opportunities to do state-of-the-art physics in Luxembourg. Center der Gründung von der Uni am Jahr 2003 aus Physik und Materialwissenschaft hier auf der Uni extrem gewusst. Wir haben mittlerweile ungefähr 20 Gruppen, die sich mit ganz unterschiedlichen Themen an der Physik und Materialwissenschaft beschäftigen. Das kann zum Beispiel sind Themen wie Solarenergieforschung oder Magnetismus. Das kann aber auch zum Beispiel die Untersuchung von extrem schnellen physikalischen Prozessen auf Festkörper sein. Flüssigkristallen besser zu verstehen. Und wir probieren noch mal physikalische Modelle, lebendige Materie besser können zu beschreiben. Dann haben wir auch Aktivitäten, die wirklich Fundamentalforschung sind, wo wir uns zum Beispiel mit Thermodynamik beschäftigen, aber auch zum Beispiel am Domain von der Quantenphysik haben wir starke Aktivitäten. Und natürlich auch computerbasierte Methoden, wo wir eben probieren, physikalische Prozesse mit zum Beispiel Machine Learning besser zu verstehen. Among the department's achievements that I could mention is the development of machine learning for the discovery of new drugs, the work into new smart materials for next generation capabilities, and also solar cells certified with near world record efficiencies. The joint efforts of our experimental and theoretical groups lead to groundbreaking discoveries which we publish in top leading journals, and this also leads then to prestigious national and international grants. Es sind hier von den Glücklichen, die halt zu Lützburg können in ihrer Passion nachgehen und an der Physik können forschen. Es sind hier hingekommen mit einer Buchs vom Fonds National de la Recherche, die sich nennt Attract Fellowship. Und die erlaubt mir halt, hier auf der Uni meine eigene Gruppe, meine Forschungsaktivität können aufzubauen. Mittlerweile haben wir eine Gruppe von ungefähr 10 Leuten, die sich sowohl Postdoc wie Doktoranden, aber auch Masterstudenten. Wichtig Grund, wie weit ich auf Lützburg gekommen bin, ist zum einen die extrem gute finanzielle Unterstützung, die wir kriegen, für eben ein Labor auszustatten und ein Experiment zu machen. Natürlich ist auch das internationale Umfeld extrem flott, wir können es schaffen. Und natürlich sind wir auch eine Jung-Uni, und natürlich dort kann ich wirklich noch aktiv daran arbeiten, für die Uni mal abzubauen, für das Departement mal abzubauen. Das ist auch eine ganz spannende und interessante Aufgabe. Aber hier an der Physik sind wirklich alle guten Profen und auch viele von Doktoranden an Postdocen, die am Enseignement tätig sind. Wir haben mittlerweile Bachelor, Master und auch eine Doktorandenschule. Und wir probieren natürlich am Anfang den Studenten Grundlage beizubringen. Und da gehen sie los, aber sicher dann noch an den Forschungsbetrieb mit integriert. Wir schaffen eine kleine Gruppen hier auf der Uni. Und das ist auch so, dass viele von unseren Profen viel Sprache sprechen, was natürlich dann für die Studenten ganz interessant ist. Nur wegen dem Bachelor und Master auf der Universität zu Lützburg bin ich dezidiert, auch hier mein Doktorat weiter zu verfolgen. Es ist Glück, an Mengen Land studieren zu können, und trotzdem mit internationalen Recherchegruppen zu schaffen, für ich unter der Aufsicht von weltrenommierten Forscherinnen und Professoren innovativ Recherche führen kann. Die Universität unterstützt natürlich auch alle Doktoranden mit modernen Laboratorien, Computeranlagen, Ausbildung und auch der Entwicklung von einem internationalen Kollaborationsnetzwerk, was eine immense Hilfe ist, für eine erfolgreiche Karriere an der Industrie sowohl wie auch in der Forschung aufzubauen. Our department is actively contributing to the daily intellectual life of the country. For example, we give the opportunity for school students to come and experience research in the framework of our Scientines laboratory. Also, we do outreach outside of the university, where we go and visit the science festivals and we go into schools. As well as the numerous joint academic collaborations that we have worldwide, we also collaborate inside the university. For example, we have joint research activities with the life science and the information security technology departments. Inside of Luxembourg itself, we have research activities in biophysics and material science. Furthermore, of course, we have industrial collaborations, and these are including international partners such as Bosch, IEEE, Janssen and Google.
Within the department itself, we do encourage interdisciplinary research. Recent examples of this are in the topics of photovoltaics, machine learning, artificial intelligence, and big data analysis. Our network of collaborators around the world opens up nearly unlimited possibilities for the advancement of both industrial and scientific careers. The department is very well established, with all our researchers internationally collaborating and being very active on the world stage. Our researchers are continuously dedicating impressive amounts of energy to improve the quality of our research, teaching, and outreach. If you would like to find out more, please get in contact with us or take a look at our website.